Hallo Michael, grüßt euch in Berlin. Ich bin gerade also auch in einer bisschen Corona-Situation in der Toskana und wir sind alle auch wegen Viren im Internet verbannt. Aber ich glaube, dass dort in der Technik können wir von Berlin aus unsere Anliegen der Cannabis-Befreiung vorantreiben. Das ist ein Menschenrecht. Und trotz der Social Distancing bleibt uns der nackte Körper. Und das ist eine sehr gewaltige Waffe. Dazu kommen die Waffen der Kritik. Sehr gut für Körper von euch, von Deutschen Hauptverband, von Hans. Und das hat mich sehr interessiert, was gerade über Daniela Ludwig berichtet wurde. Also wieder die sogenannte Fake News von der Regierung. Und da gibt es überall Fake News zu hören, auch bei der Wiener Stoffkommission die ganze Zeit, da verfolgen wir. Und das war einer der letzten Events in Europa, die noch offen war. Die ganze Exekutivkomitee war in dieses Jahr auch bei der Sende. Und die deutsche Delegation, auch die italienische, sind alle ausgeblieben. Aber das ist trotzdem sehr interessant gewesen. Obwohl, wie auch berichtet, diese 54 vertretenen Nationen haben sie auch diesmal zum letzten 3. Mai die Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation zur Cannabis-Umstufung vertagt. Darunter stimmen die EU, 13 Stück, welche die Welt diesmal auch nicht verändert haben. Wir werden natürlich darauf bestehen, auch im Dezember, dass Cannabis nicht nur aus therapeutischen Gründen umgestuft wird. Wie pervers das auch klingen mag, dass Cannabis neben Heroin trotzdem auf Tabelle 1 Substanz mit großem Missbrauch, Risiko und gesundheitsschädlich weiter bleibt. Also diesbezüglich fand ich auch interessant, Michael, diese Bemerkungen von Weltgesundheitsorganisation, weil diese Profilierung von Cannabinoiden mit Kunstcannabinoiden, sogenannte Lega Highs, gehört auch zur, sagen wir, Verantwortung von der Weltgesundheitsorganisation. Und da ist nicht immer perfekt bei denen. Zum Beispiel, die haben auch im Laufe dieser UNO-Tagung über Gefahren von Cannabis mit einem Bild von Asthma-Zigaretten, die bekanntlich bis in den 50er Jahren aus Natura bestanden, um diese Kampagne gegen Cannabis trotzdem ein bisschen aufrechtzuerhalten. Das ist aber sehr interessant, dass so die Nichtregierungsorganisationen in Wien gerade jedes Mal ein bisschen Power annehmen. Das ist sehr interessant. Und was auch früher berichtet wurde von den Freunden von mir, diese Anti-Stigma-Kampagnen in Norwegen, in Kanada, und da haben so mindestens diese Regierungen sind ein bisschen aufgewacht, um etwas zu tun. Und das ist mit Entstigmatisierung sehr interessant. Aber der Kampf, dann war auch interessant, der Kampf der südafrikanischen Freunde. In Südafrika wurde praktisch das komisch. Bei Lockdown wurden Zigaretten und Alkohol verboten. Es gab Szenen wieder aus den 20er Jahren in den USA. Aber Cannabis wurde aufgrund von den Verfahren vom Cannabis Couple, die Daga Couple, Daga ist südafrikanisch für Cannabis, die haben praktisch nach einer nächtlichen Durchsuchung der Polizei, haben sie 7 Ministerien angeklagt und die haben so dann zum Beschluss gekommen, höhere Instanzen der Gerichtshöfe von Südafrika haben so Cannabisgebrauch und Anbau im privaten Bereich legalisiert. Und diese 2 Menschen, die dazu beitragen, unser Freund und Genosse Jules Stops, der war nochmal in Wien bei der Suchtstoffkommission, der wurde in der Nacht brutal ermordet wegen einem Einbruchsversuch. Und das ist sehr interessant, aber auch was aus Südafrika rüberkommt, weil in Afrika gibt es so viele Länder, die verkaufen ihre Cannabis-Anbau-Lizenzen. Aber es wird nicht für die Leute gemacht, es wird nur für die multinationale Konzerne organisiert und darüber hinaus wollen die südafrikanischen Freunde ein bisschen anders rumgehen mit den Cannabis-Legalisierungen. Und ich glaube, wir müssen überall weltweit mehr bewegen und Konsequenzen ziehen und ich glaube auch die Presse hat so eine gute Rolle. Man sollte ein bisschen mehr diese
diese Binsenweisheiten, die Regierung ist immer für, also praktisch abgeben, müssen wir dagegen was tun. Und dann wollte ich nochmal erwähnen, ein bisschen, was in, auch in Wien gibt es jetzt eine Petition zur Cannabis-Freigabe und Regulierung und zum lokalen Abteil von Ableger vom Encode organisiert und erste Unterschrift und es kommt von ehemaligen Polizeibeamten, komischerweise. Und aber was die Polizei anbelangt, ist sehr interessant, gerade was in Italien passiert ist. Neulich ist in der kleinen Stadt Piacenza, das liegt nicht so weit von Bologna und Mailand. Mailand ist einer der größten illegalen Märkte von Haschisch und Cannabis in Europa. Und da wurde praktisch ein Chaos ausgebrochen. Die Polizeikaserne wurde geschlossen. Zum ersten Mal die Militärkaserne von den Carabinieri wurde geschlossen, weil da hatten so praktisch ein Dealerverein gegründet. Und die haben da praktisch, die haben praktisch eine Art von Monopolstellung in der Cannabisproduktion und Verkauf organisiert. Und diese Muster ging so: Der Clan der Carabinieri übte aus und verhaftete Händler und Läufer, die Drogen und Bares mit sich trugen. Den Hinweis erhielten sie jeweils von ihren Informanten, die selbst auch Dealer waren. Ihre Dealer, die Händler des Clans der Carabinieri. Auf den Posten wurden dem Verhafteten Geld und Stoff weggenommen, meistens war es Marihuana. Wer nicht spurte, wurde verprügelt oder gar gefoltert. Die ermittelnde Staatsanwältin Grazia Padella beschrieb ein Verfahren, das an Waterboarding erinnerte. Die Opfer waren Nigerianer, Marokkaner, Ägypter. Da jahrelang ging das so. Und was die Italiener in diesem Fall besonders empört, die Bande nutzte auch den Lockdown für ihre Geschäfte. Damit der Drogenhandel nicht um erliegen kann, stellten die Carabinieri ihren Dealer Passierscheine aus, um den Riesenmarkt von Mailand zu beliefern, versehen mit einem Stempel der Wache Levante. Damit könnten sie das größte Markt liefern, die Stadt Mailand. Kontrollen brauchten sie keine zu fürchten. So war auch gleich sichergestellt, dass nur die Kuriere der Bande unterwegs waren. Auf den Posten wurde der Preis für Marihuana bestimmt, während die Pacentini unter Androhung von Geldstrafen die Häuser nicht verlassen dürften. Aber auch die Prostituierten, die mit Kokain in der Kaserne mitmachten, ähnlich wie für Berlusconi im Bunga Bunga Skandal dazu, hatte eine der legalen Ganove eine Riesenauswahl von Luxusautos und Motorrädern, etwa 20 Stück. Unsere Schatzmeisterin meinte im Scherz, die Polizisten von Piacenza sind diejenigen, die da voll durchblicken. Warum sind wir nicht auf die Idee gekommen, wie in Piacenza zu operieren? Ein de facto Monopol mit Kriminellen, das auf Diskriminierung, Folter und Einschüchterung von vielen Bürgerinnen basierte. Das ist das erste Mal, dass die faulen Äpfel der Militärpolizei, die eigentlich in den 70er Jahren in Staatsstreichversuche verwickelt war, sich vor Gericht verantworten müssen. Das Lustige daran ist, Piacenza hat ein bisschen mit Gefälligkeit auf Deutsch oder mit Täterschaft zu tun. Und was in dieser Kaserne passierte, ist Frucht des Baumes des Verbotes und nicht der Erkenntnis wie bei Adam und Eva. Drogengeschäft in Millionenhöhe in einer kleinen, langweiligen Stadt in der Mitte von nirgendwo, in der Po-Ebene. Das waren eigentlich die Militärs, die einzige Organisation, die den Cannabismarkt organisierte. Dazu kamen natürlich in Italien zahlreiche Kommentare. Der berühmte Schriftsteller Roberto Saviano kommentierte, dass Hanflegalisierung vonnöten ist. Klar, sie sind alle einverstanden, aber wir wissen auch, dass da nicht nur die faulen Äpfel am Spiel sind. Das ist auch klar, oder? Aber der illegale Markt produziert Tod, Verderben und begünstigt die Kriminalität. Es kann nicht anders sein. Auch die guten Polizisten, die brav ihre Befehle folgen, ohne ihr Hirn einzuschalten, sind mit Schuld. Wo Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht. Und das ist noch zu notieren, ein bisschen diese Mittäter, das wird praktisch von mir also ein Neuwort, kriminelle Kompiacenza, also praktisch eine kriminelle Mitgefälligkeit von Staatsorganen, die praktisch
statt die Situation zu verleichtern durch die Prohibition, solche Ereignisse möglich machen. Unsere Mitaktivisten, der ehemalige Vater, kennen Sie Ribulet und Michael Krawitz, sind in Folge auch von Free Cannabis Radio in einem Programm mit verwickelt worden, Cannabis und Sustainable Development. Das ist auch interessant, weil das hat sehr viel mit der Diskussion über Umstufung von Cannabis in der UNO. Ja, Cannabis kann zur Erreichung von Klimazielen beitragen, nicht nur weil es umweltfreundlich ist, sondern weil durch Prohibition der pflanzlichen Drogen täglich Verbrechen an der Umwelt und Missachtung der Menschenrechte passieren. Wir fordern Freedom to Farm, freien Anbau, für alle Pflanzen, für alle Menschen überall auf der Welt. Danke für die Einladung, Enrico, und eventuell, ihr könnt auch Fragen stellen. Super, Enrico. Vielen Dank für die doch sehr klaren Worte und ja, deine großartige Erfahrung, dass du die mit uns teilst hier in Sachen internationaler Drogenpolitik. Enrico Fletzer auch schon seit 30 Jahren Drogen- und Cannabis-Aktivist. Und vielen Dank von dieser Stelle aus nochmal. Wir sind auch froh, dass es euch allen gut geht in Italien. Ja, auch da haben wir uns die Zeit natürlich auch ein bisschen Gedanken gemacht. Schön, dass es euch allen gut geht, auch wenn Cannabis-Politik da anscheinend noch korrupter ist als bei uns. Und in diesem Sinne wünsche ich dir noch einen ganz gechillten Sonnenabend und bleib gesund. Bis dann. Tschüss. Ja. Jo, ciao, ja. Enrico. Tschüss. Und aber Gerichtshöfe haben freien Anbau in einigen Fällen entkriminalisiert. Das ist schon eine gute Nachricht. Guten Abend, viel Spaß, gute Arbeit an alle möglichen Teilnehmerinnen. Ciao, ciao. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, das war Enrico Fletzer. Ich habe da nicht viel zu sagen. Ich hoffe, ihr seid genauso schockiert wie ich über das, was Enrico uns eben mal wieder berichtet hat, was in Mailand da mal wieder abgelaufen ist. Und wirklich unfassbar, aber die italienische Cannabispolitik ist ja auch dafür bekannt, dass sie wirklich radikal ist, mal radikal liberal, mal radikal repressiv. Und gibt es eigentlich noch weniger Regeln als bei uns. Ja, online. Und, wozu das führt, hat uns der Enrico eben nochmal genau dargelegt, auch da legalized.